Willkommen zu Folge 3 unseres Call of Duty Black Ops Let's Plays hier bei magusdesire.de. Wir spielen gleich weiter und schauen mal, was die Kampagne noch so für uns bereithält. Also beziehungsweise, ich schaue das ja eher nicht, ich kenn's ja. Aber vielleicht gibt's da draußen noch jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Mal sehen. Die Vorschau ist mal da. Die Ascension-Gruppe ausschalten. Deutsche Wissenschaftler von den Russen nach dem Krieg abgeworben. Na, er brauchte ihr Wissen, was sie rausgefunden hat. Operation 40 hat einen Doppelagenten eingesetzt, der mit der Ascension-Gruppe arbeitete. Grigori Weaver. Er sollte dort die Rakete sabotieren. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, Mason. Ich bekomme diese verdammten Zahlen nicht aus meinem Schädel. Ja, also unser Hauptcharakter, Alex Mason, hat ständig irgendwelche Zahlen im Kopf. Unser Spitzel, Grigori Weaver, ist inzwischen tot. Ja, das haben wir am Ende der letzten Folge gesehen. Da wurde der verhaftet und war dann um die Ecke gebracht. Ein Zeichen vom Weaver, wir müssen los. Na, warum beginnen wir denn die ganze Mission nochmal vorne? Interessant. Dann bleiben Mason. Dann seht ihr die Szene jetzt gerade nochmal. Spannend. Das Save Point anscheinend ein bisschen komisch gesetzt. Obwohl angezeigt wurde, dass er gespeichert hat. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Over. Roger. Soyuz? Und sollen die Zeit davon Mason? Na los. Naja, gut. Bin kein Experte, was das Russische anbelangt. Da können mir andere sicher eher was sagen. Wenn da draußen Russen sind, heißt das Ding Soyuz oder Soyuz? So wie es er ausgesprochen hat. Natürlich spreche ich auch beide Versionen falsch aus und es stimmt gar nichts und ich bin einfach nur dumm. Nein, nein, nein. Das ist ja auch häufiger. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie Weaver umgebracht wird. Weaver hat Funkstille. Mal sehen, was da draußen ist. Na, gucken wir mal. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Ah. Also. Da vorne ist die Kommandozentrale. Klingt schon ganz okay. Mason, Aktivität auf der Straße. Siehst dir mal an. Straße. Es geht da. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Texturen nachladen. Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Nicht. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Ja, das war das... mal gesagt habe. Verdammte Scheiße! Die Imbiss ist schon in Position. Aber es kann sein, dass er vielleicht es überlebt hat. Ne? Es ging in uns Auge. Weaver haben sie erwischt. Es ging ins Auge. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind aber unterwegs. Ich bin nicht nur irgendwelche vollkommen bescheuerten Wortspieler. Okay. Los geht's. Das kann nicht angehen. Ja, eigentlich war da hier ein Checkpoint und zudem hatte ich eigentlich auch gespielt. Naja, egal. Wahrscheinlich bin ich einen Zentimeter zu wenig weit gelaufen. Deckung. Ey, finde ich cool gemacht, die Sequenz. Man muss immer wieder vor dem Helikopter und irgendwelchen Sachen in Deckung gehen. Das finde ich echt cool. Mehr nach. In Bewegung bleiben. Generell haben sie sich einiges einfallen lassen für die Kampagne. Meiner Meinung nach mehr als für Modern Warfare 2 und 3. Wir nur das 1er wird logischerweise ich halt nehm den nicht am Boden. Nimm du den anderen. Getoppt. Den am Boden. Naja, dann schleichen wir uns mal an die ran. Und Bastard. Was bist du? Weiß nicht, wird auf die Art und Weise irgendwie der Schmerzensschrei unterdrückt? Schaffen wir sie weg. Weiß nicht.
Weil normalerweise kriegt man ja doch immer in irgendwelchen Serien und Actionfilmen gesagt, man soll von vorne durch die Kehle durchschneiden, sodass auch gleich alles unterdrückt wird. Hier wird jetzt einfach nur hinten in den Nacken reingestochen. Unterdrückt ist auch was? Ihre Mission zu erfüllen und Dragovic zu töten? Weaver war Russe. Aber er war in Ordnung. Ich hoffe, du kannst seit Vorkuta etwas Russisch messen. Will ich hoffen. Wir müssen Weaver retten. Alles, was ich vergessen habe. Ich wollte eigentlich für euch im Hauptmenü nicht noch schießen. Wir bleiben inkognito. Die Untertitel einstellen. Da. Also das ist nicht so die megamäßige Unterhaltung gewesen. Brooks und Bowman müssen direkt voraus sein. X-Ray, hier Whiskey. Feinde in Sicht, schalte sie aus. Vorwärts. Feinde in Sicht? Achso, das sind unsere Kumpans. Compadres. Ja. Was ist die haben sich nicht so viel Mühe mit dem Staub gemacht. Wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Okay, los geht's. Ja, alles schön in Verkleidung. Und dann gucken wir, was jetzt geht. Повышение давления. В Атсаке 12А. Может остановить? Нет. Справогативная система должна спомогать вам. Эй, у нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Ich glaube, okay, sie haben die Leichen gefunden. Nein, alles gut. Macht, was sie machen. Kommandozentrale voraus. Scharfschützen auf dem Dach. Vorne sind ein paar Männer. Okay, Bowman Brooks. Können wir es euch sehen? Oh, ich bin irgendwie in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Ich bin feindlichen Soldaten hinterhergerannt. Naja. Unes problema. Zum neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Ah, mein Gott, die sind schon durch. Scheiße, wir sind erledigt. Hey, das war jetzt ja nicht so die super Aktion. Naja. Man kann ja nicht immer alles haben. Ziel erledigt. Mehrere ausgeschaltet. Ja, die haben wir auch. Roger. So, Munition haben wir noch. Alles Roger. Alles Roger in Kambodscha. Halt mir den Rücken frei. So, die haben wir auch. Wo müssen wir denn hin? Ganz nach oben. Ziel ausgeschaltet. Gut gemacht. Das Treppenlaufen in Call of Duty. Das ist einfach nervig. Weil sich nicht festhält. Und tschüss. Ich auch gar nicht, dass man die da einfach runterstumpfen kann. So. War das jetzt ein Gegner oder ein Compadre? X-Ray, bitte kommen. Over. War ein Gegner. Ich habe Sichtkontakt mit Weaver. Er ist in einem Bunker südlich der Kommandozentrale. Okay, das ist Woods, der gehört zu uns. Mason! Mason, komm rüber! Armbrust, Explosivpfeile, ich sofort! Armbrust. Ich sichere die Leiter! Ja, jetzt wird's natürlich gewalttechnisch richtig assig und richtig gestört. Wir haben Gesellschaft! Weil jetzt fetzen wirklich die Einzelteile wir wirklich nur die komplett aus. Durcheinander. So. Ja. Da brechen dem die Beine ab, dann humpeln die weiter. Also das ist wirklich ein Gewaltgrad, der einfach nicht sein muss. Sorry. Sorry, Treyarch. Also das ist einfach eine Grenze, die da überschritten wird. Sowas macht vielleicht bei einem Bulletstorm Sinn. Guck mal, kann ich sogar nicht dran taggen. Ich glaube, dafür gab es sogar ein Achievement, dass man einen damit getaggt hat und auf diese wirklich kranke Art und Weise umgebracht hat. Naja. Also kann man stehen, wie man will. Ich find's persönlich zu viel. Way too much.
konnte mich auch nur mit Bulletstorm, was das anbelangt, anfreunden, weil das war einfach so dermaßen überzogen. Die Arschlöcher sind auf dem Rückweg. Ich halte die Stellung. Schieß! Das ist einfach gegen. Aber ansonsten, naja, bin ich eher, wenn dann, Fan von dezenter Gewalt. Also die nicht dafür da ist, um hier... haben die hier ihre Freunde als eigenes als Schutzschild genommen. Also, Weaver doch nicht tot. Recht sicher. Längst sicher. Schaffst du die Mission noch, Weaver? Tun wir's! Ja, das ist doch schön. Hast du das längste System sabotiert? Noch da ist nicht so viel tot. Zum Thema Schleichangriff. Plan B? Uns bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker. Zweitbunker? Es gibt zwei Bunker. Sie retteten ihn. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten. Nein. Töten musste ich Dragovic. Okay, also er scheint immer noch nicht so wir ganz... Wir sind aufgeflogen. Weg mit dem Balaklavas! Der Zeit zu sein. Mason, mehr nah. Warum muss, darf er da runter und ich nicht? Das wird ein schwerer Kampf. Ist ja doof. Ich will auch da runter. Ja, man sieht ja auch, ich glaube, normalerweise hat man hier wesentlich weniger Zeit. Auf normal. Auf leicht, ja. Kann man sich eigentlich Zeit lassen ohne Ende. Zumal die Gegner sich ja nicht wirklich wehren. Kommt er noch dazu? Frage ich nur, wo wir jetzt gerade die Waffe her haben, weil die habe ich definitiv nicht mitgeschleppt. Naja. Call of Duty Logik. Da hat man ja häufiger dann mal irgendwelche Waffen dabei, die man vorher nicht hatte. Mein Gott, ich habe die halt ins Bein geschossen. Ging nicht so rum. Erledigt. Nach rechts sehen! Ziel bei den Kisten! So, die haben wir auch weg. Das ist echt ein bisschen arg leicht. Aber so kommen wir halt mit wahrscheinlich relativ wenig Boden durch. Und ich kann euch häufiger andere Games dann noch präsentieren. Kontakt erledigt! Weiter so! Ich habe nämlich auch noch vor, wenn ich mit einem der beiden durch bin, also da wird definitiv COD wahrscheinlich eher fertig sein als Darksiders. Danach die Assassin's Creed-Reihe durchzuspielen, aber hier nur die Ezio-Trilogie aus einem ganz einfachen Grund, weil das erste Assassin's Creed war wirklich, ja, ein bisschen arg langweilig. Auch wenn es der schwerste Teil war, weil da noch nicht so offensichtlich gesagt wurde, dass man dauerhaft kontern soll. Naja. Ja, haben wir inzwischen bald mal den Bunker erreicht? Das sieht so aus, oder? Mason, ein Loch in die verdammte Mauer. Ja, die berühmte Sprengsituation. Bereit! Die ist ja inzwischen auch hinlänglich bekannt. Ja, die sind irgendwie schon alle ihn. Wir müssen die Rakete um jeden Preis zerstören. Alter, kam ich da und da waren sie schon alle. Zu spät! Stoppen unmöglich! Was? Ich kann nicht mehr stoppen. Nein! Baumen, Plan B, tu es jetzt! Das klappt bestimmt. Hochjagen, Mason! Los! Wohin denn? Ach, da. Ich darf eine Rakete schießen. Heilige ja. Scheiße. Auch eine Art, einen Prototyp zu testen. Perfekt. Schön. Also das finde ich eine sehr, sehr... Also wie gesagt, die ganze Mission gefällt mir einfach nur. Hier können wir nicht bleiben. Die ist unglaublich atmosphärisch gemacht. Es explodiert an den richtigen Stellen, es brennt, es die gibt ruhige Sequenzen. Das sind Mistkerle, die verdienen kein Mitleid. Wir sind hier, um sie kalt zu machen. Naja, das ist auch wieder so dieses typische Call of Duty-mäßige. Also der Rest der Ascension-Gruppe will aus der Anlage fliehen. Bowman Brooks, die verdienen kein Mitleid. Lass keine Käse. Durch die Hintertür entwischen. Trotzdem noch Mensch. Ihr kommt mit mir. Aber, naja. Die Moral der Call of Duty-Serie ist natürlich eine gänzlich andere, als es in der Realität ist. Wobei ich durchaus auch nicht Abrede stellen möchte, dass vielleicht die USA genau so feintechnisch umgehen und auch andere Regierungen jetzt einfach sagen, hey, das sind Feinde, die bedrohen unsere Art zu leben. Ja, dann müssen die einfach alle sterben. Erledigt. Das kann natürlich auch sein, dass das wirklich genau so gehandhabt.
mag ich echt nicht in Abrede stellen. Das ist auch etwas, was ich so vorher aus Call of Duty nicht kannte. Dass die Gegner tatsächlich sich selbst irgendwie Deckung suchen. Und auch mal was umstellen. Das kann natürlich sein, dass das wirklich eine Skriptsequenz ist. Und das immer passieren würde. Beziehungsweise niemals passieren würde, wenn einfach so ein Tisch rumstehen würde. Weil hier sieht man ja, die bemühen sich nicht einmal mehr, irgendwie in Deckung zu gehen. Die laufen einem einfach vor die Flinte. Selbst vielleicht hat es da nichts zu tun. Ziel ausgeschaltet. Ja, der einzige Unterschied, der mir prinzipiell bekannt wäre im Schwierigkeitsgrad, ist, dass sie schlechter treffen. Aber es gibt nicht irgendwie sowas wie, sie haben dann gänzlich andere KI-Taktiken. Der uns? Ja, sieht aus, als wäre der uns. Der ist aber nicht uns. Ja. Deswegen, also die laufen einem immer einfach blind vor die Flinte. Ich hoffe, dass endlich da mal Black Ops 2 mal ein Zeichen setzt. Und es das erste Call of Duty wird, wo man auch mal eine KI hat. Ihn hat's erwischt! Denn mir wäre prinzipiell kein Call of Duty bekannt, das irgendeine KI hatte. Geht's ja, also. Das ist einfach, ja, selbst auf leicht hätte ich hier verrecken müssen. Ich bin viel zu forsch vorgegangen. Okay, Zeit, dass wir hier verschwinden. Noch nicht. Erst kaufen wir uns Drachen. Wir verlieren ihn wieder. Hat er gerade auf den Boden gekotzt? Bleiben Sie bei mir, Menschen. Was geht denn jetzt mit uns ab? Savchenko entkam, bevor wir an ihm dran waren. Sie näherten sich ihrem Ziel. Dragovic war auch da, oder? Wir suchten die gesamte Basis ab. Der Bastard war nirgends. Das ist Zeitverschwendung. Er hat Wahnvorstellungen. Aber dann sahen wir die Limousine von Dragovic. Ich hatte jetzt zufrieden, Mason? Nein, noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche... Dragovic! Haben Sie seinen Tod verifiziert? Glaub mir, der Bastard ist ein verkohltes Scheißbrikett. Okay. Ja, dann ist das Spiel vorbei, ne? Wenn der Hauptbösewicht schon längst tot ist. Müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, so einfach. Aber scheint irgendwie noch weiterzugehen. Komisch. Mehr Explosionen, mehr Action, mehr tote Hühner. Aber irgendwie wusste ich, dass Dragovic lebte. Sie waren von ihm besessen. Die nächsten 5 Jahre lang haben sie versucht, ihn aufzuspüren. Ja. Er war überall. Ich bekam ihn nicht aus dem Schädel. Genau wie die anderen. Wir haben ihn sofort ständig in meinem Kopf. Nein, ich will nicht in meinem Kopf zu sein. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Zahlen messen, das ist alles. Die Zahlen? Wo gib mir die Zahlen, wo geht? Und ich mach dich kaputt. Nach Baikonur. Wohin hat Washington sie geschickt? So. Germany! We all live in Germany. Mann, ins verdammte Kesan. Das war 1968? Ja, ich gehörte zur SOG-Gruppe, angeführt von Frank Woods. Aufklärung von verdeckten russischen Aktivitäten im Chaos. Und ihr Kontakt, Hudson? War er in Kesan? War er auch dort? Hudson. Ja. Mr. Sonnenbrille. Der Kerl war ein verdammter Eisklotz. Mr. Eisklotz? Okay, also wir haben jetzt einen Kerl mit Sonnenbrille. Den kennen wir ja schon aus der Sequenz im Pentagon. Mit dem Bunker. Und jetzt gehen wir nach Vietnam. Wie ein leichter Zeitsprung. Mal sehen, was da jetzt passiert. Sieht aber so, als würden wir mal wieder im... Ja, das ist der Beginn von Battlefield Vietnam. Weiß ich auch. Kann auch im Intro. Schön geklaut. Oder eine Hommage. Kann natürlich auch sein. Mason! Du siehst durchaus aus. Außen interessiert ja doch keinen. Das ist Vietnam. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Jason Hudson, CIA. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Sergeant. Ja. Ja, den mag ich jeder. Ich habe Mason die Lage schon kurz geschildert. Ich erzähle einfach den Rest. Yeah! Fahren wir ordentlich durch die Gegend. 1964 hat der CIA die Geheimdienstoperationen in Südostasien abgetreten. Und zwar ans US-Militär. Seitdem
gibt's die MAC-VSOG. Und Khe-San ist nicht nur der Stützpunkt des Marine Corps, sondern die Basis für alle grenzüberschreitenden Einsätze. Vor allem in Laos und Kambodscha. Ja, das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Die Missionen sind Sabotage, Propaganda, Aufklärung, Gefangenenbefreiung. Halt, der mündliche Stand. Okay. What the fuck? Jetzt können natürlich noch keine Flugzeuge mehr landen, oder wie? Schlimm. Meißen hier rüber! Wir müssen ihn wegschaffen! Na toll. Wir haben Verletzten. Klasse. Aber auch wieder eine sehr, sehr atmosphärische Sequenz. Also generell... Bring ihn zum Bunker, ich gebe Deckung! Los! Generell lebt dieses Spiel sehr von vielen atmosphärischen Situationen. Hast du erledigt und Khe-San wurde belagert. Aber wie bei Viva haben sie ihr Leben für ihn riskiert. Ja, wir sind halt echt okay. Aber deshalb brauchte ich den Kerl. Ihr oberstes Ziel war, nach Huni zu kommen. Aber das war ihnen egal und sie verteidigten Khe-San. Das war nicht ihr Ziel. Hudson? Ja, jetzt können wir auch noch aufstehen. Also nicht. Er wusste, Khe-San braucht unsere Hilfe. Die Entscheidung war klar. Okay, wir haben schweres MG und ein Sturmgewehr. Gucken wir mal, was passiert. Also wir müssen Khe-San verteidigen, obwohl das nicht unsere Aufgabe ist. Was ich ja auch ein bisschen seltsam wieder finde. Und jetzt kommen wir übrigens auch zu den Sequenzen mit den ewig nachspawnenden Gegnern. Weswegen ich dieses Let's Play auf leicht mache. X? Wieso X? X? Ja, klau ihm die Granate. Oh Gott, ist das eklig. Ja. Weil dieser ganze Level ist in einigen Bereichen echt bockeschwer. Ihn hat's erwischt. Ziel auf den Leitern! Lade nach! Raus da! Okay. Ja, man will die eine Stelle verteidigen, die andere greift einen an. Ganz, ganz schlimm. Müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal diese Quicktime-Event machen, oder? Ziel erledigt! Ziel auf den Leitern! Okay. Also können wir weiterlaufen? Ja, wir können weiterlaufen. Ziel erledigt! Feind beim Graben! Ziel erledigt! Macht natürlich auch sehr viel Sinn, hier jetzt im Graben lang zu laufen, wenn Gegner von oben kommen können. Ja, also, naja. Das ist auch, glaube ich, nicht so militärische Standardtaktik. Falsches Ziel! Lade nach! Okay, da gibt's einen Flammenwerfer, der unbedingt uns gehören will. Wo ist er denn jetzt hin? Auf den Wachturm feuern! Ich hab's erwischt! Falsches Ziel! Feind erledigt! Feind erledigt! Ich will einen Flammenwerfer haben! Oh! Wir direkt schon eine Granate! Was sind wir denn hier jetzt? Na los! Ja! Da kam auf einmal ein Panzer angeflogen! Meine Güte! Kann ja nichts für! Ich brauche Deckung! Denkst du? Ich habe gesagt, du brauchst Deckung. Ungefähr 20 Meter weit draußen haben wir Nachhall vergraben. Drück hier drauf. Ja, das geht ganz gut. Darauf stehen die Einheimischen. Davor stehen die Einheimischen auf Minen. Ja, ist natürlich auch sehr zynisch. Ist ja bekannt, dass eines der größten, nennen wir es, Geschenke von der USA an Vietnam die ganzen Minen sind. Genauso wie in Korea auch. Und folglich, wenn man sagt, die Einheimischen finden das geil, ist das natürlich schon sehr, sehr böswillig. Sie gehen bei den Sunset in Deckung. Ja. Ich bin in Frieden. Also ich weiß nicht, wie viel Anläufe ich gebraucht habe, um diese Sequenz zu schaffen.
auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Den erwischt es. Das ist halt echt unglaublich übel. Mit diesen unendlichen Gegnermassen. Aktivität auf dem linken Hügel. Auf dem linken Hügel. Okay. Überall Aktivität. Panzer jetzt auch noch. Russische T-55. Wir brauchen was Größeres. So mehr. Wo ist denn der Panzer? Ich sehe ihn gerade nicht. Ja. Wo ist denn? Ach, dahin. Okay. Im Graben! Kontakte! Habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich natürlich nicht. Ah, okay, den ersten haben wir. Ziel im Graben! Der zweite, das ging, glaube ich, daneben. Ja, ging's. So, und der dritte noch. Erledigt. Lade nach. Und dann haben wir es ja auch schon geschafft. In 2 Minuten passiert ja also irgendwas Tolles. Das habe ich im Laufe des Gefechts gesehen. Ah, ja. Überflug vom Helikopter. Sprengladung auf Zielkurs. Diesen ganzen Exploder geht noch nichts runter. Sprengfallen kommen. Panzer gesichtet! Noch ein Panzer! Okay, wir dürfen weiter. Wahrscheinlich hätten wir schon viel früher weiter gedürft, aber ja, bei dem ganzen Explosivkrempel. Hä? Ich hab ihn im Auge. Soll ich da hinkommen? Spaßvogel. Feind erledigt! Irgendwo folgen da unten. Im Tal. Frage ich mich. Ziel erledigt! Dann hier hoch und dann da hinten rum, ja. Habe ich es ehrlich geschafft, mich in einem Call of Duty zu verlaufen? Geil. Schafft auch nicht jeder. So. Beim nächsten Kontrollpunkt machen wir kurz Pause. Ja. Hier. Das ist die mit Abstand schwerste Szene des gesamten Spiels. Und deswegen machen wir an der Stelle jetzt eine kurze Pause. Kurze Aufnahmepause. Und sehen es dann gleich wieder, wenn die Nachbarn anfangen, Rasen zu mähen. Ja, schön. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.